Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Big Farmer. Ich habe leider das kleine Problem, dass meine letzte Aufnahme abgeschmiert ist. Das heißt, ihr habt nur das Excellent vom letzten Teil gesehen. Von dem hier. Habe ich das nicht fertig gemacht? Jetzt bin ich verwirrt. Hochgradig. Doch, hatte ich. Dann habe ich das nicht geschafft. Dann ist das egal. La, 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 la. Cool. Gar nicht so schlimm. Wir starten jetzt mit nicht wegen des Gewinns. So. Langsam Pause. Von 800. Oh Gott, das schaffe ich nie. Oh Gott, wie soll ich denn da B schaffen? Oh Gott. Ich nehme nur ein Heilmittel und mache es perfekt. Wir gehen aber direkt mal losforschen. Brauchen den Analysator. Gut. 1, 2, 3, 4, 5 höher. Aber ich habe keine Lust, 5 Teile zu bauen. Also warten wir erstmal und stellen auf schnell. Stellen uns hier auch einen ein, damit er für uns hier Punkte erforscht. Schneller. Ich werd arm. Schneller. Auf langsam stellen. Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann verdienen wir Punkte für uns. Auf schnell stellen. A competitor has released a new product. So. Wir brauchen den Analysator. Wunderbar. Dann können wir hier jetzt anfangen. Wir brauchen erstmal einen Agglomerator. Dann noch zweimal einen Verdampfer. Dann haben wir schon Blutdruck senken. Da können wir schon einen Tablettendrucker einbauen. Insufficient funds. Ernsthaft? Insufficient funds. Insufficient funds. Ein kleiner Kredit. Product name required. Pause stellen. C. Warum C? Verstehe ich nicht.
So. Forschung einen Punkt. Insufficient upgrade points. Okay, ist ja gut. So. Wir brauchen jetzt einen Ionisator. Research complete. A competitor has released a new product. Das hier sowieso niedrig ist. Können wir besser hiervon nehmen. Invalid position. Nein, nicht raustappen. Insufficient funds. Oh, really? Insufficient funds. Insufficient funds. Ach, Leute. Schnell Platz dazu kaufen. Product name required. Und davon baue ich jetzt erstmal ganz viel. A competitor has released a new product. So, das ist erstmal beides runtergegangen. Das ist gut, die Kreditzinsen fressen uns gerade so ein bisschen auf. Das heißt, wir müssen mehr herstellen. Wir bauen exakt das gleiche noch einmal. Lassen wir es mal langsam mitlaufen. Research complete.
nicht. Nicht raus, Tom. Hier, wir können unsere Forscher so lange noch verkaufen. A competitor has released a new product. So, jetzt haben wir zwei komplette Linien, die das gleiche fahren. Gehe ich jetzt auf Plus hoch? New World Event. Ich mach noch keinen Gewinn, aber wenn der Kredit weg ist vielleicht. Das dauert noch ewig. Insufficient funds. Scheiße. Ah doch, ich mach Gewinn. Phew, ich mach Gewinn, das ist gut. Können wir noch so eine Strecke bauen? Machen wir. A competitor has released a new product. Akkumulator, Ionisator. Noch ein Ionisator. New World Event. Agglomeratoren. Invalid position. A competitor has released a new product. Zwei Verdampfer. Insufficient funds. Wieso mache ich jetzt Minus? New World Event. Die werden noch gar nicht benutzt. Warum mache ich Minus? Verstehe ich nicht. A competitor has released a new product. Loan repaid. Ja, ist zurückgezahlt. Oh, das ist gut. Dann gib mich doch bitte wieder in den Plus rein. Danke.
New World Event. A competitor has released a new product. Wenn ich den jetzt hier weiter lang laufen lasse. Und hier erstmal zwei Tabletten locker und dann hier. Der läuft komplett. Hier außen lang. Das geht nicht. So. A competitor has released a new product. New loan available. Stellen uns mal einen Forscher wieder ein. Den brauche ich. New World Event. A competitor has released a new product. Oh man. A competitor has released a new product. Loan repaid. Ich verstehe das nicht. Musste ich leider wieder entlassen. Auch Kohle. A competitor has completed a new patent. A competitor has released a new product. Kann man da dann nicht mal kurz die Produktion stoppen? Zack. Und zack. Dann können die erstmal verkauft werden, würde ich sagen. New loan available. A competitor has released a new product. So.
würde ich sagen. Machen wir erstmal so. Immerhin etwas, was ich verstanden habe. So, jetzt würde ich hier gerne einen Analysator drüber laufen lassen. Bei 12 verschwindet das. Das hilft mir natürlich nicht, weil ich hier keinen Platz habe. Dann pushen wir den doch mal auf 12 hoch. Analysis complete. Analysis complete. Ach so, jetzt verstehe ich das. Alles klar. A competitor has released a new product. Heißt, wenn ich da jetzt noch einen Agglomerator reinbaue, ist das weg. Product name required. Okay, es ist zu hoch. Das bringt nichts. Stopp, stopp, stopp. Product name required. Product name required. Nein, Mann. Product name required. Product name required. So. Dich brauche ich jetzt nochmal.
Analysis complete. Nicht entfernbar. Ist doch scheiße. Ja, sind noch welche da. Puh.